Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ja, wir sind bald Level 19, wir sind Level 18, ja, bald Level 19 und das heißt, wir haben gleich den Explosionsshot, unseren Hauptschuss. Hier. Dexterity haben wir jetzt genug. Schaden 22 bis 34, okay. Den müssen wir nach oben schrauben dann noch. Aber das geht danach mit den Levels. Was wir machen ist, wir gehen zum Templar-Area oben und holen ein bisschen mehr Radius. So, und hier ist der Boss, den möchte ich aber mit Explosions-Arrow besiegen. So, der Sparking Magier ausschalten. Die sind noch recht stark. Ja, die Pots bringen eigentlich hier gar nichts. Hallo. So. Komm, stirb endlich gut. Bevor du hier alles beschwörst. So, Dille. Noch einen Trank saufen. So. Ja, genau. Portet euch doch ein bisschen herum. Ja, die Serves sind momentan ein bisschen kacke. So. Bald haben wir das Level. Hallo, wieso blutest du nicht? So. Dann schauen wir mal den Explosionsshot an. Ach komm. Das ist da wieder so ein blöder. Beschwör. Weg damit. Wie viel beschwören die? Seit wann beschwören die so viel? Völlig sinnlos. Also sinnlos. Einfach nervig. So. Da kommt noch einer. Weg damit. Gut. Da haben wir geskillt. Jetzt gehen wir eigentlich nach oben. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es killen, aber ich denke. Einfach hier gerade nach oben, oder? Die brauchen wir nicht. Ja, ich gehe jetzt nach oben. So, Inventory, Explosions-Arrow. Ja, hier. Engine müssen wir dann runter tun oder so. Ab Level 24, okay. Piercing müssen wir nicht haben. Jo. Dann schauen wir mal den Explosions-Arrow an. Das ist ein Explosions-Shot. Nehmen die Baracke auf. Ja, Mitte. Nicht Baracke, meine ich. So. Schauen wir sie mal an. Schauen wir den Schuss an. Okay, geht eigentlich noch mit den Seiten. Ah ja, genau, wenn man drauf schießt, dann explodiert es sofort. So. Also richtig cooler Schuss.
Aber der kostet extrem viel Mana. Wir brauchen unbedingt das Mana dann noch. Ich weiß wie. Da oben ist auch noch einer, der beschwört. Ach Mist. Also Schaden macht er. Das ist schon mal gut. Aber Mana kostet er extrem viel. Boah, hier ist er schlimm mit dem Beschwör. So, hier werde ich mal auf Punktur umswitchen. Wie viel Beschwör sind jetzt wieder hier? Wo ist der Beschwör? Da oben. Sterben wir dann bald noch. Wieso habe ich so eine schlechte Regeneration? Wieso sind die Tränke so scheiße? Ah, Fragen über Fragen. Ich gehe jetzt hier hin. Hallo, ich habe T gedrückt. Ah, das hat sich auch geändert. So hat sich das geändert. Schaut, wie viel Damage ich mache mit der Explosion. Das ist ja krass. So, hier aber. Wir brauchen bessere Tränke, sonst überleben wir den Ding nicht. Ich regeneriere ja gar kein Leben. So. Wo hat's gute Tränke? Da hat's einen guten Trank. So. Und noch einen bitte. Ja, hier. Ja, das mit Mana. Ich nehme den da. Resistenz ist schon gut. 10%, ja, das ist auch mit Mana. Ja, diesen Gürtel hier. Und sonst. Time Clasp. Ah, das ist einfach so mit Geschwindigkeit. Sodele. Also. Kaufen wir die Items hier. Gut. Jetzt haben wir so viele Scroll of Wisdom. Und zwar möchte ich hier die Gems weglegen. Den brauchen wir noch. So. Und sonst, du hast neue Items. Ja, du hast eben noch den gleichen Schrott. Wir könnten mal kurz schauen hier, ob sie Items hat. Ob die wechseln irgendwie ihr Inventar gar nicht. Muss man die alle leer kaufen oder was? Level 44 brauche ich doch nicht. Ja, also, dann weiter. So. Gut, der Boss wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen leichter sein. Hier könnte ich Split Arrow ran tun. So, Split Arrow ist aber nur mit wenig Pfeilen noch. Da müsste ich dann verlinken. So. Ja, macht wenig Damage. Ja, hau ab. Genau, hau ab. Haha. Die zuerst wegmachen, sonst spammen sie mich voll. Oh, der hat schön
sich platziert. Okay. Ja, nichts gedroppt, richtig's. Gut, den haben wir geschafft. Ah ja, wegen einem Ding-Item. Das ist Counter-Attack. Ja, dann nehme ich Flammability. Tu das hier rein. Ah, braucht 30 Intelligenz. Okay. Hallo. Ah, ich brauch den Game noch. So, den Game muss ich holen. Gut. Sieht schon krass aus mit dem Bogen. So ein extremer Barbar, Marateur, der so einen Bogen hat, der ultra leicht ist. So, oh, bin ich noch müde. Ab Level 20, den nehme ich noch mit. Haben wir am besten Bogen mit Dreifachverlinkung sogar. Gut. Und sonst gehen wir einfach weiter. Ja, ich muss irgendwas mit Ding haben. Mit Mana. Aber was? Das ist eine Mana-Regeneration. Ich könnte sonst hier so ein Live-Leech-Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob der die Explosion Live-Leech procken tut. Wir könnten es ja mal probieren. So. Den anderen nehmen wir aber zur Sicherheit einfach mit. So. Also, hier werden wir nur den Weg folgen. Das ist eine Kack-Ebene. Ah, schön, gut. So viel Damage zu machen. Macht Spaß. Also ihr seht jetzt die ganze Zeit einfach laufen und schießen, laufen, schießen. So geht der Charakter. Easy. Dann brauchen wir Reduced Duration eigentlich gar nicht. Das ist es geil. Wir müssen schauen dann später, wenn sie mehr Leben haben, die Gegner. Ob es da was bringt. Aber ich möchte ihn trotzdem noch tragen, Ding. Ich möchte ihn trotzdem verwenden. Solange dass ich keine anderen Linked habe. Beim Bait hat der keine Reduced Duration. Oder hat das nichts mit Duration zu tun? Weiß es jetzt nicht. Doch schon, oder? So einfach. Aber der Poison Arrow, Range ist noch, nicht Range, Skyen ist noch einfach. Weil wenn ich jetzt noch ein Skyen, bis zum, zweiten Schwierigkeitsgrad mache, dann habe ich eigentlich alle Achievements davon. Von den Charakter-Achievements. Außer es gibt natürlich bei Mercedes auch noch ein Achievement, aber muss ich nochmals gucken. Was ich aber sowieso nie mache. Weil ich zu beschäftigt bin, vergesslich bin. In dem Sinn. Aber ich werde es mal denken. Hat sie hier überhaupt ein... Ich glaube, Achievements sind hier nicht irgendwo.
Nur bei Steam. Aber ich bin sowieso keiner, der so Achievements eigentlich sammelt. Ich hab's einfach gerne. Naja, kommt auf die Situation drauf an. Schaut mal an. One Hit. Alles One Hit. Egal wie viel Schlangen hier kommen, ich besieg sie. One Hit. Thank you, my ancestors. I will repay your gift. Und er braucht überhaupt keinen Attack Speed, weil er sowieso. Nicht unbedingt immer die ganze Zeit spammen muss. Aber die Explosion trifft nicht immer alle Gegner. So, noch hier oben. Ich werde hier runter gehen, also hier rüber und dann runter gehen. So. Und jetzt den Bogen. The Burning Arrow können wir hier hin tun. Barake dafür hier. Split Arrow hier und da mache ich noch ein Lesser Projektil hin. So und jetzt spielen wir weiter. Ach, nerv nicht, bitte. Ist ein bisschen Anzeige verpackt oder so. Weil manchmal ist gar kein Zündding zu sehen. So einen nehme ich mit, weil ich ja nur hochlevelige Split Arrows habe. So. Und seht ihr, so bekommt man auch viel weniger Damage als die ganze Zeit verkloppen lassen. Weil wir zu wenig Damage machen. Und hier ist der. Dieses kleine. Ganz kleine Vieh. So. Gut. Den Schrein nehmen wir mit. Und hauen ab ins nächste Gebiet. Hoho. Yeah. Oh. So, macht Spaß. Und er hat viel Leben. Explodiere, du kleines Vieh. Schade, dass er so wenig spät wird, diesem Bild. Kann ich nicht verstehen. Ist doch einfach, also einfach. OP. Full OP. So. Weg damit. Da ist der Spinnenwald. Oh, da kommen schon gelbe Spinnen. Die Handschuhe nehmen wir mit, so. Sogar an den kann ich es befestigen, okay, und die explodieren. Ei, ist das cool. Ist das cool, voll cool. Wow, drei Spinnen in diesem Wald. Von den Rare. Ja, Treffen ist Kunst, wieso schießt du durch den Gegner? Spinnen töten. Jetzt geht's ab hier. So viele Spinnen manchmal kommen. Explodiert. Sehr schön. Okay. Irgendwie fast keine getroffen, aber keine Ahnung wieso.
Desync-Probleme hat. So. Ah, und ein Strongbox kommt auch mal wieder. Ich dachte, die hätten sie rausgenommen. Voll verzögert. Gib mir Life Leech, genau. Mana Leech. So. Komm, lass dich besiegen. Du Narr, du Schwein. Du blödes, blödes Schwein. So, Dele. Blödes Gift. Wie viele Stacks haben wir? 4. Hallo, wo bist du jetzt, Anger? Nix. Nö. Und 21 DPS. Burning Arrow ist natürlich stärker. Was ist der Unterschied zwischen Phase ein Arrow und ein Phase ein Projektil? Sind Projektile die Bomben oder was? Aber ich denke, das ist einfach beides in der Arrow. Mein Projekt hier ist nur die Arrow. So. Bin immer noch ein bisschen verkältet. Das kackt an. Aber natürlich, bei uns ist es entweder zwischen 40 Grad und 10 Grad oder so mit Regen und Wind. Und dann geht man einmal raus und ist es nicht gewöhnt und schon ist man erkältet. Das nervt. Und eben die Bakterien, die Erkältungsbakterien können freien Lauf draußen herumkreuchen. Also ist auch nicht so gut. So. Und jetzt hier ist die große Spinne. Ja, toll. Man kann hier nicht laufen. Man muss richtig weit weg. Sonst geht man immer die ganze Zeit zurück. So, sterbe. Ja, jetzt haut sie natürlich ab. Schau das an! Okay. Das ist mal lustig. Also, dass es so nah ist und richtig groß aussieht. So. Ja, ihr kommt noch raus. Ich weiß. Hallo. Ich will nicht den Arm das Item einsam. In der Kurvbogen, den Wand nehme ich mit. Ja, ich weiß es. Du hast ja auch Schrott reingesammelt. So. Schrott, Schrott. Das ist der alte Bogen. Fire Damage 17. Nö. Nicht so gut. Auch nicht so gut. Der für Intelligenz.
Jo. Also die Quarz wohnt. So. Jo, also. Ja, danke. Lässt ihr mich jetzt in den Ruheingang? Das nervt extrem mit diesem Eingang. Der schlechteste Eingang, den sie je gemacht haben. Gut. Gib mir mal Melee Splash, oder? Ja, ja. Ist am wertvollsten. So. Split Arrow machen wir hier. Und jetzt. Die zwei Bögen sind scheiße. Okay. Flammable machen wir hier. Those bandits you. What? So langsam sind eigentlich nur noch Spieler online, die so richtig fett Geld bezahlt haben, wie der zum Beispiel hier. Und die anderen, weiß ich nicht, haben keinen Bock mehr oder warten die auf Awakening. Oder sind die höheren Schwierigkeitsgrad? Also wir werden dann natürlich schauen, im höheren Schwierigkeitsgrad vielleicht. Aber jo, mir soll es egal sein. Das Spiel ist cool. Es lohnt sich auf jeden Fall. So. Was haben wir für neue Items, die wir tragen, also was wir ertragen können? Noch nicht so viel. Was ich gerne mitnehmen will, ist wo ist es? Lesser Projektil, Multiple Projektil. Haben wir überhaupt noch eins da? Ja. So, dann haben wir Baracke und Split Arrow, sehr schön. Dann können wir hier auch mal Baracke auswählen und Punktur auf dem Q. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.